Wir können ja mal gucken, wo will denn der Verkehr eigentlich hin? Er hier zum Beispiel. Ein Zwerg verlängert. Vokal, ein Wunderhübschen. Ja, okay, das ist natürlich doof. Punkt. Hallo, Zwerg und Chat. Hallo, Dankeschön für 14 Monate. Vielen lieben Dank. Was hältst du von dem neuen Timberborn-Update? Das ist bestimmt gut, aber ich habe es mir ehrlicherweise noch nicht ganz angeguckt. Der Kreisverkehr ist doch nicht optimal. Ist das der größte, den wir haben? Macht keinen Unterschied, oder? Kein Plan, wie die fahren wollen. Aber die drehen einfach nur um, ne? Und da fahren von denen, die umgedreht haben, einige wieder zurück. Ich fürchte, ich weiß, was das Problem hier ist. Ich fürchte, ich habe das Problem. Ich weiß, was das Problem hier ist. Warte mal kurz. Unter Umständen können wir das ganz simpel sogar lösen. Ich hab eine Ahnung. Warte mal kurz, da müssen wir nochmal aufräumen, gerade ganz kurz. So. Das ist das Problem. Deswegen ist da vorne zu. Die wollen eigentlich wenden, ja, und auf der anderen Seite drauf, können sie aber ja nur von der Seite aus, also belasten sie den Kreisverkehr. Jetzt, wo das die ersten Spitz bekommen haben, müsste dieser Verkehr ja viel, viel besser fließen. Weil die auf die Hauptauto, auf die Untergrundautobahn wollen. Und wenn es blöd läuft, wollen die das hier auch. Aber wenn es richtig doof ist, ne? Ich komme hier nicht anständig rauf, ne? Warte kurz. So. Schauen wir mal, ob das überhaupt einer fährt. Ja, tatsächlich. Zumindest ab und zu.
Und pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan. Aber die müssten doch eigentlich, ja, die wollen sich hier draufdrängeln, ne? Recent spikes in demand have led to temporary local shortages in the city's fresh water supply. The public should be aware that we are struggling to get the situation in hand. This has been a local public service announcement. So, wie es mit der Straße, da läuft's richtig nicht gut, ne? Boah, da bist du mal beschäftigt, ne, um das in den Griff zu bekommen. Wobei viele wollen hier auch abbiegen jetzt, ne? Also warten wir mal ab. Schauen wir mal. Das hat sich jetzt auch... Ja gut, das ist jetzt nachts, ne? Welcome, Professor. So a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? Humans are programmed to desire certain representations within ideological reward structures, which are entirely apart from the actual rewards. Ja, bremst halt immer wieder, ne? Straßenkontrolle hier. One final question, Professor. Is the housing shortage going to make me richer? Perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical. Schaut okay aus, ne? Nachts ist gut. Das ist aber hier an der Stelle tatsächlich totaler Blödsinn, ne? Das können wir eigentlich. Ist das Unsinn? Wir müssten eigentlich der Straßenführung hier sagen, dass sie nicht links abbiegen dürfen. So. Also, eigentlich wäre das anders sogar besser. Ich krieg's nicht mehr abgerissen, oder was? Warte, vielleicht kann ich's downgraden. Downgrade wäre vielleicht gar nicht schlecht. Schauen wir mal, wenn die sich wieder fangen, ob es dann besser geht. Die wollen doch in die Stadt rein. Das ist die Frage. Wir sind jetzt in Metropole im Übrigen. Die Frage ist, ob die nach links abbiegen wollen. Ne? Wenn das ihr Hauptziel ist, müssten wir eigentlich auch nach links weg irgendwie. Also quasi das Gleiche, was wir vorhin schon gemacht haben, bloß in kleiner. Also hier... 20 rauf. Wo ist denn das Problem her? Muss ich weiter vorne rausgehen? Ich hätte vielleicht vorher schon ein bisschen abfallen müssen. Moment. Also hier 20. Und dann gehen wir auf 10 runter. Dann gehen wir auf 0 runter.
mal auf 10 hoch. Und auf 0 runter. Warum geht das nicht? So müsste ich eigentlich. Ja, so geht's drauf. Jetzt bin ich mal gespannt. Das dauert natürlich eine Weile, bis hier irgendwer sich bewegt. Dann schauen wir mal. Seit 100 Jahren bin ich an dieser einen Kreuzung beschäftigt. Also zumindest für ein paar Leute ist es schon mal eine Erleichterung. Das ist ja schon mal was. Gut, so oder so ähnlich. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir hier auch mal mit den Bevölkerungszahlen ein bisschen uns anpassen. Glaube ich, gerade falsch geklickt. Gut. Weil wir müssen mal ein bisschen die Dichte von unserem Stadtbezirken auch anpassen. Das passt alles nicht mehr von der Gesamtgröße her. Sind wir da ein bisschen zu klein einfach. Das ist alles Reihenhaussiedlung am Stadtkern. Das muss man nach oben anheben, damit das ein bisschen... Und das wird auch genommen. Guck dir das an. Die Leute warten nur drauf. Für den richtig dicken Bewohnbau da jetzt eher noch nicht so, aber das kommt bestimmt auch noch. Schaut es eigentlich mit unserem Damm aus? Also ich bin der Meinung, der ist etwas höher jetzt. Aber es geht super langsam nur. Es ist wirklich minimal, wie das ansteigt. Mal schauen. Sagen hohe Miete, sind aber happy total. Naja. Ich würde ganz gerne mal in der Telekommunikation mal den richtigen Turm forschen. Ja, der ist natürlich auch mega viel besser als der alte. Weil unsere Telekommunikationsverbindung gar nicht mal so schlecht ist. Ist eigentlich ganz gut. Die Quelle scheint sehr schwach zu sein. Ja, Hordi, die Quelle ist wirklich ganz, ganz, ganz wenig oder schwach nur. Das war sie von vornherein. Wir haben zum Glück noch eine Nebenquelle. Man sieht ja, was das für ein Rinnsal eigentlich ist. Ne? Das ist wirklich nur so ein kleiner Berglauf, der hier lang geht. So oder so, das versorgt die Stadt mit Wasser. Das heißt, selbst wenn das andere Rinnsal hier vollkommen versiegt, ja, haben wir immer noch das zweite als Backup, um hier Wasser durchlaufen zu lassen, um am Frischwasser zu nuckeln.
So oder so wird das besser. Also wird das, glaube ich, gar nicht schlecht sein. Wie gesagt, die Dichte steigt jetzt um unsere Gesamtstadt einfach ein bisschen an. Sind die Reihenhäuser hier verschwunden und dafür ist halt eben so die Villenstraße jetzt etwas anders optisch. Das hat aber jetzt den kompletten Bedarf an etwas verdichtetem Wohnraum komplett gecancelt. Ey, Damien, einen wunderhübschen guten Abend. Hallöchen. Ich meine, gut, man könnte jetzt natürlich hergehen und sagen, okay, lass uns die nächste Siedlung umbauen, ne? Also lass uns hier Reihenhaussiedlungen hinschrauben. So, das müsste jetzt natürlich auch wieder mega viel mehr Wohnraum bringen, weil die normalen Häuser einfach breiter sind. Ja, das sieht man jetzt hier, so breit ist so ein normales Haus, das hat schon was und das ist ein Reihenhaus. Also, da passen natürlich deutlich viel mehr Immobilien hier drauf. Auf diese Gesamtfläche ist das schon einiges, was neue Leute zuziehen können. So, Bevölkerung ist natürlich jetzt hier der absolute Peak, ja, ganz klar. Jetzt schauen wir mal, wie schaut es hier aus. Hier ist das gleiche Problem, was die anderen haben. Die wollen alle nach links rüber, ne? Ich würde fast vorschlagen, wir machen hier ähnlich wie bei der anderen. Ich fand diese Überleitungsstraßen eigentlich ganz nett. Also wenn man jetzt quasi hier so rausgeht. Dann 20 nach oben. Dann um 20 nach oder um 10 nach unten. Ich meine, da müssen ein paar Sachen jetzt weichen, ne? Aber machen wir mal. Kann ich das auch um 10 machen? Geht das auch? Sondern runter. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise. Geht natürlich an der Stelle nicht, aber. And try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public. So, ist da jetzt eine dämliche Ampel? A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. What kind of future does music have? Sollte den Kernkreisverkehr hier ein bisschen entlasten, ne? Here on Second Moon, we know you can't move forward unless you keep both eyes steadily trained on what's behind. Wir könnten natürlich das jetzt auch nutzen. Warte, das ist die nächste Idee. That's right, Jim. This decaying shell is a symbol of the industrial decline sweeping the city.
People are being laid off. The industrial sector is on the verge of collapse. And worryingly, crime is... Die müssen gar nicht auf die Hauptstraße drauf, wenn die eher abfahren wollen. Dauert es natürlich ein bisschen, bis die sich mal mit Stückchen bewegen. 6 Uhr morgens, Rush Hour, ne? The streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Ja, Rush Hour ist halt echt gerade bei uns ein dickes Problem. Weil sich hier halt auch gar nichts bewegt gerade, ne? Wir könnten natürlich sagen, wir erhöhen hier die Kapazität, ne? Das geht schon. Geht's nun nicht. Hier ginge es schon. Und die wollen überwiegend von hier. Das ist dummerweise ein Taxidepot. Das kann man natürlich auch woanders hinsetzen, ne? Das ist ein Park. Dann schieben wir das halt einfach irgendwo anders hin, wo es gerade nicht stört. Hier drüben ins Industriegebiet, ist doch wurscht. So. Okay. Jetzt natürlich die Preisfrage. Die hier wollen im Umkehrschluss hier rüber. Das heißt auch gleiches Prinzip wie da. Wir nehmen die aus dem Kreisverkehr raus, um den Heavy-Verkehr sozusagen da wegzuleiten von. So, gehen hier raus. Vielleicht sogar 20 hoch, wenn geht. Ja, gehen sofort wieder auf 0 runter. Und leiten den Verkehr hier drauf. So, bam. Ampel natürlich wieder weg. In der Hoffnung, dass die jetzt eben die Linksabbiegenden gar nicht geradeaus fahren. Wow, okay, alles klar, das ist ein bisschen wild. Es sah jetzt nicht geil aus, ne? Das muss man ein bisschen anpassen. Ne, das sieht wieder nicht so gut aus. Es muss ein Mühe davor muss das halten. So vielleicht. Oder so. Warte. Kann ich das nicht alles ausschalten? Ich muss hier drüber. Knapp, aber ich muss hier drüber.
Schaut jetzt nicht so gut aus, ne? weil er dann ein bisschen wild ist, aber... Ja, mal gucken. Das schaut halt echt doof aus, ne? Aber ich kann nicht in 5er-Schritten darüber. Ich hätte halt nirgends hier rüber gehen können und dann rum, das wäre noch gegangen. Die wollen hier auch alle nach links, oder was? Wo will der Bus hin? Der Bus will hier abbiegen, ne? Der will geradeaus drüber. Ja, das mit der Fußgängerunterführung, das werden wir auch machen, ja. Weil das ist hier sehr dämlich, dass das so ist. Wir könnten noch eine Überführung machen, das wäre vielleicht einfacher. Ja, oder die laufen halt, warte mal, nee, Moment. Die laufen halt einfach hier rüber und dann wieder zurück. Das sollte gehen. Die Frage ist nur, kriegen wir so viel Verkehr abgearbeitet, um hier wirklich einen signifikanten Unterschied zu erkennen? Hier ist okay. Hier an der Hauptstraße ist in Ordnung. Parken natürlich jetzt Autos, das ist ein bisschen dämlich, aber es funktioniert. 100.000 Einwohner, yes! Die Frage ist natürlich, ob ich jetzt hier nicht eigentlich auch wieder Fahrzeuge raufnehmen soll. So. Können da wieder zurückfahren, oder? Ja, wollen auch ein paar, tatsächlich. Ein paar wollen tatsächlich hier rauf. Auf die Autobahn. Das ist ein richtiges Erfolgsmodell, ey. Okay. Ist auf jeden Fall gut Bewegung in der Stadt. Dass natürlich so viele Trams hier gerade unterwegs sind, ist auch ein ganz denkbar schlechtes Zeichen. Wobei, die stauen sich gar nicht mal so schlimm. Die hatten sich, glaube ich, mal gestaut. Und das ist jetzt aber nicht mehr der Fall. Also so wie das aussieht, stauen die sich jetzt nicht mehr, weil die hängen noch in diesem Kreisverkehr staufest.
Und die müssen halt alle erstmal durch, aber jetzt sind sie ja auch alle durch und das schaut auch so aus, als wäre das jetzt gleich mal richtig okay. Hier, das mit dem Fußgänger überwegen hier an der Autobahnabfahrt, das ist echt eine dumme Idee.